Ich würde jetzt gewissermaßen das Amalgam gerne zur Vormittagsdebatte schaffen. Wären Sie mal so lieb, Herr van Mierlo, uns zusammenzufassen, was für Sie in der Debatte am Vormittag richtig spannend war und was Sie eigentlich vermisst haben, um nämlich zur Frage der Employability und des Arbeitsmarkts der Zukunft und wen bilden wir da eigentlich aus, zu kommen? Wie viel Zeit haben wir noch? Also die Debatte. Ja, genau, okay. Ein paar Sätze versuche mal einen Überblick zu geben, obwohl ich glaube, Sie haben das über Twitter ganz gut gefolgt. Aber ich glaube, was man merkt, ist, dass man sich durchaus bewusst ist, dass die Digitalisierung oder die technologische Änderung bewegen werden in alles, was wir machen. Also die ganze Gesellschaft und die Wirtschaft wird sich ändern. Und das Interessante von heute Morgen war eigentlich, dass man ganz schnell auf das Thema des Systems stoßt, nicht? Die Komplexität des Systems, haben Sie gerade auch angesprochen, das kam heute Morgen auch. Und dass man dann ganz schnell auch ganz praktische Probleme aufwirft, ob es jetzt Datenschutz ist oder das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, ob es tatsächlich, was Sie auch vielleicht gesagt haben, hey, die Lehrer, die waren mal in der Schule, als sie noch jung waren und jetzt haben die keine Ahnung. Und diese ganz praktischen Probleme verhindern auch irgendwie ein Handlung oder das Handeln eigentlich. Oder wie man hier schön sagt und wie ihr merkt, ich bin kein Deutscher, in Deutschland überlegt man zweimal, bevor man was tut, ob man eine Angst hat, einfach etwas zu tun. Darüber haben wir viel geredet heute Morgen. Und eigentlich trotzdem am Ende, und das war das Spannende, fand ich, ist die Hoffnung noch da an dem Beispiel von diesem kleinen Felix. Weil letztendlich, das Beispiel, was gegeben wurde, der war ja krank und mit normaler Medizin, normale Messwerte würde er wie ein normales Kind behandelt. Und jetzt durch die Digitalisierung konnte man tatsächlich ganz granular messen, wie sein Diabetes sich entwickelt und damit ihm helfen, wieder gesund zu werden. Und im Prinzip, weil ich habe ja früher in der Wissenschaft auch gearbeitet, in einem wissenschaftlichen Verlag auch, ist das eine ganz schöne Überleitung auch zur Bildung, nämlich, wo wir sehen, dass ein allgemeines Konzept vielleicht nicht gut passt, aber an dem Beispiel Medizin, wo ein individuelles Konzept tatsächlich eine Lösung herbeibringen könnte. Das ist am Ende, wo ich die Hoffnung sehe. Das heißt für Sie, die Digitalisierung ergibt Möglichkeiten, den individuellen Potenzialen der Menschen stärker gerecht zu werden, um sie passgenauer für die Arbeitsmärkte der Zukunft auszubilden? Oder was ist Ihr Ansatz, der uns jetzt zum letzten Panel führt, zu sagen Employability Leadership? Wo wird es interessant? Ja, absolut. Und ich glaube, wir haben vorhin auch in dem Vortrag schon gehört, nicht? Dazu lernen, auch informell lernen, wenn man es braucht. Es gibt ja schon die Begriffe von Nanodegrees und so weiter, nicht? Wo man ganz speziell etwas dazu lernt, vor allem bei der Erwachsenenbildung oder weiterführende Bildung, und das sehe ich durchaus als Teil der Lösung. Am Ende des Tages hat jeder Mensch doch eine andere Lernbiografie. Am Ende. Ich würde gerne mal ein paar Zahlen zu dem, was wir eben gehört haben und zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dazu garnieren und dann würde ich Sie beiden bitten, sich herzlich einzumischen. 97% aller Unternehmen artikulieren Bedarf an Weiterbildung, aber nur 62% der Arbeitnehmer bekommen keine, ja nicht nur. 62% der Arbeitnehmer bekommen keine in puncto Digitalisierung. Ein Drittel von den Unternehmen sagt, ist einfach zu teuer. Wo genau ist, und ist das eine Ausrede oder ist das das Problem? Wo kommen wir weiter, um eine Arbeitnehmerinnenschaft für die Zukunft fit zu machen? Wo geht es weiter? Ich frage mir der gleichen Frage wie heute Vormittag. Wo ist sozusagen das Einfallstor, wo wir anfangen müssen zu diskutieren? Aus meiner Sicht ist das, dass wir unser Denken verändern müssen. Und dass wir Lernen nicht mehr nur klassisch betrachten und Weiterbildung als einen Kurs oder mich hat gewundert, dass du heute Morgen vom Webinar gesprochen hast. Natürlich ist das eine modernere Form, aber das ist auch nicht das Modernste, sondern sich einzustellen auf ganz neue Arbeitsmethoden, auf kurze kollegiale Beratung, auf einen Austausch mit Kollegen in USA, in Japan, in anderen Bereichen. Und diese Rahmenbedingungen muss ein Unternehmen schaffen. Wie machen eben Sie es in Ihrem, lassen Sie uns mal ein bisschen, ins Eingemachte gucken, hinter die Gardinen. Wie machen Sie das und wo ist es Ihnen gelungen und wo haben Sie das Gefühl, oh schwierig, schwierig, gerade mit den ganzen Innovatoren, die Sie sich da in Ihr Unternehmen einladen, die zu koordinieren und zu orchestrieren. Wo funktioniert es, wo ist schwierig, wo haben Sie am meisten daraus gelernt? Am meisten lernen wir in ganz kleinen Gruppen, wo man sich mal schnell trifft, sei es online, sei es persönlich. Wenn man sich persönlich trifft, an einen Flipchart geht, da
Das kann auch ein Papierflipchart sein, das muss gar nicht digital sein, und sich dann über Dinge austauscht. Oder das in einem Telefonat oder in einer Webkonferenz oder in einem Webinar das mit Kollegen macht. Kleine Gruppen, einfache, kleine Themen, begrenzte Zielsetzungen. Was ist denn ganz schnell? Ganz schnell sind 10 Minuten. Im Stehen? Im Stehen. Mhm. 10 Minuten im Stehen oder im Sitzen, mhm, oder vorm Rechner. Aber 10 Minuten im Stehen an der Flipchart funktioniert gut. Auch eine neue Methode zu machen. Was ich aber sagen muss, es gibt eigentlich kein Rezept, was wirklich funktioniert. Es gibt kein Allgemeinrezept, sondern wir müssen gucken, Menschen, die sich jetzt verabschieden, wie kann man die entweder so weit bringen, dass sie den Anforderungen des Wandels wieder gewachsen werden. Also Sie reden vom Monster-Effekt, ja, in die innere Erinnerung. Ja, ja, ja. Mhm. Und wie schafft man es, diese großen Unterschiede, die es auch im Unternehmen gibt, die es in jeder Organisation gibt, weil wir als Menschen unterschiedlich sind, wie kann man das abfedern und die jeweiligen Stärken so einbinden, dass man insgesamt ein gutes Team wird? Ich würde die Frage direkt gerne an Sie weitergeben, Herr van Mierlo, und dann Sie beiden dazu nehmen wollen, weil ich von Ihnen gerne wüsste, ein Schulbuchverlag ehedem in unglaublicher Transformation begriffen. Sie haben mir vorher gesagt, Sie stehen gerade am Anfang. Ja? Wo sind die Steine, auf die Sie beißen? Und wie sehr müssen Sie als Vorsitzender der Geschäftsführung, sozusagen, ich sage nicht, der Finch stinkt ja häufig vom Kopf her, wenn es um solche Themen geht, wo müssen Sie vorangehen mit gutem Beispiel und was müssen Sie tun, damit es gelingen kann im Unternehmen? Genau, also letztendlich, weil wir ja reden über eine Systemänderung oder es gibt einen System Shock, glaube ich. Hier, die Digitalisierung greift überall ein. Muss man sich grundsätzlich überlegen, wofür sind wir da? Also weil letztendlich Instrumente gibt es genug. Ob es agil ist, ob es Stand-up-Meetings sind, ob es Brainstorming-Sessions sind und so weiter. Also man kann vieles machen auf der Ebene, absolut. Aber letztendlich ist die grundsätzliche Frage, wofür sind wir hier? Welches Problem wollen wir lösen? Ne? Tatsächlich, zum Beispiel nehmen wir das Beispiel der Bildung. Letztendlich, was wollen wir? Wir wollen eine gesunde Gesellschaft gestalten. Das fängt an, am Anfang, Kinder sind jung, die mitzu begleiten, sodass die vollwertig teilnehmen können an eine demokratische, das Wort kam auch vorhin schon mal, demokratische Gesellschaft. Und dadurch, dass das System sich jetzt ändert, das bewährte System hat sich ja bewährt, das sieht man auch, wir haben eine gute Demokratie, jetzt aber gibt es neue Methoden, neue Technologien, muss man auch grundsätzlich sich überlegen, okay, was ist unser Beitrag, was ist unsere Rolle? Das kann man hier machen in der Debatte, zusammen, untereinander austauschen, aber natürlich machen wir das auch für uns selber. Mhm. Ja, dass wir sagen, okay, unser Unternehmenszweck, ja, wie sieht er heute aus, wie sah er früher aus, wo sind die Änderungen und was bedeutet das für uns und was sind die Sachen, woran wir glauben, an unser Beitrag. Mhm. Und wie können wir zum Beispiel, ein Teil davon wäre, wie gestalten wir hier Bildung mit, nicht? Wie benutzen wir unsere Erfahrung auch in eine ändernde Welt? Aber um die Frage ganz kurz zu beantworten, letztendlich glaube ich, dass man bei Systemänderungen ganz abstrakt sich überlegen muss, was sein Beitrag ist, weil man braucht einen Leitfaden. Was ist Ihr Beitrag, ganz persönlich? Ganz persönlich oder über die Firma? In Ihrem Unternehmen. Nee, in Ihrem Unternehmen, dass Sie die Arbeitnehmerschaft mitziehen. Ich sage zum Beispiel, wo war es gerade, bei der Otto Group haben Sie es Du eingeführt. Und das kam aus der Mitarbeiterschaft. Und das haben Sie für 50.000 Mitarbeiter versuchen Sie es durchzudeklinieren, global. Und es muss nicht jeder, aber es darf jetzt jeder. Aber das ist etwas, was aus dem Unternehmen gekommen ist. Sie wollen die Kultur verändern. Und da fangen Sie an, deswegen frage ich Sie ganz individuell, was haben Sie gemacht, um New Leadership zu praktizieren und um Employability bei Ihnen selbst im Unternehmen zu erhöhen? Sie sind seit 9 Monaten an Bord. Genau, also wir sind 9 Monate hier. Gib mir ein bisschen mehr Zeit. Nächstes Jahr komme ich mal vielleicht zurück, wenn es so gefällt. Aber letztendlich... Genau, ganze Kinder. Aber letztendlich ist die Frage auch ganz einfach zu beantworten. Letztendlich zeigt man eine bessere Zukunft. Nicht? Weil letztendlich braucht man was, woran man glauben kann. Weil sonst die Querdenker, weil man sagt, es gibt vielleicht ein paar Querdenker, aber bei großen Firmen reicht das ja nicht, nicht. Deshalb muss man was schaffen, eine Plattform schaffen, wo man zusammen dran bauen kann. Dr. Käseberg, zur Frage der politischen Leitplanken. Die waren heute Vormittag mal angeklungen in der Debatte. Ich würde Sie jetzt gerne auf die Frage unseres Panels beziehen. Wo erhoffen Sie sich von einem Digitalgipfel wie morgen oder generell von der Debatte, die wir in Deutschland führen, noch andere politische Leitplanken? Sie sind jetzt nicht der Politiker oder Verwaltung, die für alles gebasht wird. Keine Sorge, überhaupt nicht. Ich frage Sie eher nach Ihren Visionen. Wie hätten Sie es gern?
Welche politischen Leitplanken brauchen wir, damit das, was wir alle erhoffen und woran wir gemeinsam arbeiten, mehr Realität werden kann? Freiräume in Schulen etc. pp. Und hier eben das Unterstützen von Unternehmen, solche Themen mehr in die Realität zu bringen. Mittelstand in Deutschland zum Beispiel, ja. Also es ist schon mal gut, dass ich nicht sozusagen die digitale Klagemauer bin, wie Sie gesagt haben, sondern wenn ich selbst setzen könnte, was erhoffen wir uns von einer größeren Plattform? Ich meine, das ist ja heute letztlich auch eine Plattform, vielleicht auch ein Stück Ausdruck. Natürlich sind solche Konferenzen schon immer gemacht worden, aber Ausdruck dessen, wie sich vielleicht auch die Rolle von Politikberatung in unserem Fall verändert hat, über solche Veranstaltungen, Plattformen auf Augenhöhe, alle Akteure an einen Tisch zu bekommen und zuzuhören. Und in größerem Maße werden wir das jetzt Mittwoch, Donnerstag auf dem IT-Gipfel in Saarbrücken auch machen. Was erhoffen wir uns? Das Thema digitale Bildung wird ganz oben stehen. Ich habe Ihre Frage jetzt so verstanden im Sinne von, was außer digitaler Bildung, was wir uns noch erhoffen. Ich glaube, letztlich geht es darum, aus der Vielzahl der Akteure, wenn Sie die politische Debatte über Digitalisierung verfolgt haben, tauchen bestimmte Begriffe immer wieder auf, wo die meisten sich eigentlich auch einig sind. Nehmen wir das Thema Infrastruktur. Mhm. Alle sagen Gigabit-Gesellschaft, Stichwort viele heute Morgen auch. Breitband. Da sind sich alle über das Ziel einig, da diskutiert man über Mittel und Wege, woher kommt das Geld und so weiter. Da kann man auch noch Anregungen hören, aber das Thema ist gesetzt sozusagen. Da ist sowas wie ein IT-Gipfel eigentlich nur noch mal eine Art Selbstvergewisserung sozusagen dessen, was da ist. Was wir uns eigentlich erhoffen, ist möglichst breit halt Akteure an den Tisch zu bekommen und auch neue Anregungen zu bekommen. Zum Beispiel, ich glaube, ein Thema, das ein bisschen heute mit dem digitalen Funktionen vom Pass angeklungen ist, Thema E-Government. Wir werden es jetzt heute nicht, wenn man sagt, Schule ist Staat, dann kann man vielleicht Schule auch als ein Stück von E-Government verstehen, aber das ist was Deutschland, was mit Sicherheit ein oder vielleicht sogar das große Thema der nächsten Jahre werden muss, wo es vielleicht auch ein paar Parallelen in den strukturellen Beschränktheiten, Stichwort Föderalismus, zum Thema Bildung gibt. Das wäre zum Beispiel was, wo wir sagen würden, da würden wir jetzt auf diesem IT-Gipfel im nächsten Jahr uns Anregungen erhoffen. Zweites Stichwort, werden wir jetzt auch nicht weiter verfolgen, digitales Gesundheitswesen, E-Health. Auch ein Thema, bei dem wir in Deutschland, wir haben ein gutes Gesundheitssystem, aber eben eine relativ kleinteilige Aufstellung. Und da würden wir eben uns auch in den nächsten ein, zwei Jahren, hier viel 9 Monate lange Zeit schon, Fortschritte erhoffen. Darf ich aber da reingrätschen? Und da möchte ich zurück an den Vortrag, glaube ich, von Dr. Kuklik und das mit ein paar Gedanken zusammenbinden. E-Health, die Versicherung, die immer individualisierter Policen für Leute entwickeln und so weiter und so fort. Wir haben eine Granularisierung überall in der Gesellschaft und die Frage offen an Sie alle. Erleben wir wirklich nicht eine totale Entsolidarisierung? Und wenn die, und ich sage nicht, die Digitalisierung ist schuld, ich sage es nur als Phänomen. Eine Entsolidarisierung, nicht nur, weil jeder sich selbst der Nächste ist, sondern weil jeder sein eigener Fall ist und die großen Systeme vielleicht so nicht mehr sein werden. Weder in Amerika noch hier. Wenn das der Fall ist, brauchen wir zusammen mit den Entwicklungen von Digitalkonferenzen, die wir heute Vormittag beschworen haben, nicht auch die anderen Faktoren wie Empathie, wie Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Und wo entwickeln wir die für einen Arbeitsmarkt, für Familienstrukturen, für eine Gesellschaft, für ein Europa und so weiter? Also ein bisschen größer die Käseglocke. Vielleicht wirklich Frage an Sie alle. Ich glaube, das ist nicht eine Frage der Digitalisierung, sondern das ist eine Frage der Kultur einer Gesellschaft. Und da sind die Kulturen sehr unterschiedlich. Ich arbeite ja im japanischen Konzern. Ich war vor 3 Wochen in Tokio und muss sagen, dass es interessant ist zu erleben, was eine unterschiedliche Denkweise und ein unterschiedliches Bewerten der Gemeinschaft für Auswirkungen hat auf das Zusammenleben, trotz einer wesentlich stärker fortgeschrittenen Digitalisierung im Gesundheitswesen, in der Pflege, in der digitalen Bildung. Also, ich glaube nicht, dass das ein Thema der Digitalisierung ist, sondern das ist eine Fragestellung, wie hat sich eine Gesellschaft entwickelt und wie hat sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und ich glaube,
als Fußballtrainer kann ich das sagen, in meinem Ehrenamt, wenn ich sehe, wie Eltern nur ihr Kind sehen, oder als Schulelternsprecher, der ich mal gewesen bin, das ist bei uns eine gesellschaftliche Frage, die analog wie digital besteht und wo man mit anderen Dingen agieren muss. Und wo aber ich der festen Überzeugung bin, dass Digitalisierung sogar Beiträge leisten kann, dass es eine höhere Solidarität wieder gibt für bestimmte Bereiche. Sei es, dass man sich für Themen entwickelt, engagiert, für bestimmte Problemstellungen, dass man gemeinsame Interessen erkennt und sich dazu trifft. Das sind Themen, die man nach vorne bringen kann. Wollen Sie sich da auch einmischen in die Frage? Vielleicht auch noch mal kombiniert mit der Tatsache, dass wir, 65% der Arbeit, die wir im Moment haben, werden von Maschinen künftig gemacht und so weiter. Dieser ganze Prozess, Sie noch mal, Herr Kühmeier, zu der... Ich habe jetzt beim Zuhören sind mir so drei Dinge aufgefallen. Das eine ist, glaube ich, was man heraushört und was ich unterschreiben würde, ist, dass die Bedeutung von Führen auf einer normativen Ebene steigt. Also dass Führungsarbeit viel stärker mit Kulturarbeit, mit Wertevermittlung, mit Werteprägung zu tun hat und weniger mit dem klassischen Management im Sinne von irgendwelche Aktionen auf die Reihe zu bringen und Projekte zu starten, sondern die Leitplanken zu definieren. Und ich glaube, dass wir darin noch nicht gut genug sind, weder im politischen, interessanterweise, noch im unternehmerischen Umfeld. Im unternehmerischen Umfeld kann ich sehr gut beobachten, dass allzu oft solche Kulturprozesse mit der berühmten goldenen Tafel am Firmeneingang dann enden, wo dann steht, wir bei Max Mustermüller arbeiten mit leidenschaftlichen Mitarbeitern an Mission Statement. Und in Wahrheit, wenn man durch die Hallen des Unternehmens durchgeht, kriegt man den Lackmustest serviert, nicht? Also ich glaube, hier ist noch mehr Ernsthaftigkeit notwendig. Erstens, führen auf normativer Ebene. Zweitens, ich finde es toll, was Sie auch angesprochen haben im Sinne von neue Lernmethoden, neue Lernformen, auch in kurzen Einheiten zu lernen etc. Würde ich hundertprozentig unterschreiben. Glaube aber, dass es nicht ausreicht. In meiner Wahrnehmung ist das zuverlässigste Instrument, ob eine Organisation sich verändern kann und tatsächlich auch verändert, die freie Zeit in den Kalendern der Entscheidungsträger. Wenn sich eine Organisation verändern möchte und weiterentwickeln möchte und das passiert am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr in einem Stand-up-Meeting und auch dann nur halbwegs unregelmäßig, weil Meier muss jetzt gerade zum Kunden und der ist gerade wichtiger oder Joe muss zum Vorstand oder ähnliches, dann funktioniert das nicht. Bei aller Freundschaft und Liebe zu diesen kurzen Impulsen glaube ich, dass was uns fehlt, in Unternehmen und ich glaube auch in der Gesellschaft, ist, sich ernsthaft, intensiv und auch lang und ruhig denken ohne Lärm, ruhig mit Themen auseinanderzusetzen und die weiterzuentwickeln. Und ich sage das nicht als Alternative zu dem kurzfristigen Lernen, zu den 10-Minuten-Einheiten, sondern als Ergänzung, das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, und da ist die Brücke zwischen Bildungssystem und Unternehmen da, die Kompetenz zu lernen ist nicht Gott gegeben, sondern wird durch das System und durch die Lehrer, durch die handelnden Personen vermittelt. Die Schule ist ja nicht nur wie in der Formel 1 diese Druckbetankung, wo man mal kurz stehen bleibt bei der Tankstelle, dann wird der dicke Schlauch angeschlossen und dann ist man sozusagen contentvoll und fährt weiter. Sondern man lernt ja zu lernen, man lernt soziale Prozesse zu durchleben. Und diese Lernfunktion, dieses Lerncoaching ist, glaube ich, etwas, was auch in Organisationen notwendig ist. Mhm. Also wenn wir in erfolgreiche Transformationsprozesse hineinschauen, dann ist es nicht nur, wenn die Führungskräfte dahinter stehen, sondern wenn es auch Moderatoren, Katalysatoren rundherum gibt, die diese Funktion ausüben. Und daher glaube ich, wir brauchen mehr Lehrer, und zwar nicht nur in Schulen, sondern auch in Organisationen. Das wäre mein dritter Punkt. Sie direkt dazu. Ja, direkt dazu. Ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist das Thema Leadership und Führung. Und das kann man nicht im Kalender planen. Das ist eine Frage der Haltung. Das ist eine Frage des Agierens. Das ist die Frage des Sprechens um Gottes Willen. Mit Mitarbeitern. Also haben Sie vollkommen recht. Ja. Ich meine nur, wenn Sie sich darüber, so wie Sie jetzt gesagt haben, Sie haben sich 9 Monate Zeit genommen, ja, um zu sagen, in welche Richtung soll es weitergehen. Ich glaube, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, darüber zu reflektieren und nachzudenken, was möchte ich überhaupt in einer Organisation prägen, dann funktioniert es nicht. Klar ist, Sie werden nicht daran erkennen,
auch wenn Sie sich einen Tag in der Woche Zeit nehmen, erkennt man Sie an 4 Tagen in der Woche, ob Sie tatsächlich kundenorientiert sind oder was auch immer. Ja? Aber das Nachdenken darüber braucht Zeit und braucht Ruhe und Muße, glaube ich. Und die fehlt Führungskräften, wo immer ich hinschaue. Das ist richtig, deswegen wollte ich den zweiten Punkt Entschuldigung, dass benennen. Ich unterbrochen habe. Nein, das war richtig gut. Der zweite Punkt, nämlich das Thema der Bildung und sich dafür Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das fehlt in Unternehmen, also dass man wirklich Freiräume dafür schafft, ist bei uns auch so, dass es diese Freiräume teilweise gibt und teilweise auch nicht, aber da, wo man sie bekommt und wo man auch mal die Möglichkeit hat, verrückt zu denken, da kommen neue Aspekte rüber, ja, und damit Innovation. Ja, mich erinnert das an das, was ich weiß es jetzt nicht genau, ob es Google oder Apple ist, als Unternehmen, die doch den Freitag freigeben. 20% der Arbeitszeit, die können Schach spielen, die können häkeln, die können Blumen gießen, völlig egal. Und die meisten Innovationen entstehen an diesem Freitag. Das haben viele Mitarbeiter gesagt. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich wäre jetzt Beraterin, ich spinne mal kurz und ich käme in Ihr Unternehmen im Transformationsprozess und würde jetzt sagen, diese Stunde, von der Sie reden, die freie Zeit mit Atem, Gelassenheit und in diesem Modus, ja, und vielleicht auch noch meditieren für alle oder egal, aber sozusagen einfach, um in diese Ruhe zu kommen, die würde ich Ihnen für alle Mitarbeiter empfehlen, nicht nur für die Führungskräfte, sondern für alle, weil alle Potenzial entfaltet werden können und alle wachsen können in Ihrem Unternehmen. Was würden Sie mir für einen Vogel zeigen? Kein. Nein, letztendlich ist die Lösung, die man zusammen, wo man sich zusammen darauf einigt, ist, und daran glaube ich auch, es gibt keine universelle Lösung. Die Lösung ist passend zur Lage der Firma oder Organisation, Umfeld, System, in dem man sich bewegt. Aber die Entscheidung, was ist denn richtig, was passt denn zu uns, wie können wir das gestalten und wie sollten wir diesen Weg gehen, kann man in der Tat über einen großen Prozess organisieren. Mhm. Mhm. Um ganz konkret zu sein, bei uns war in diesem strategischen Dialog, das nennen wir dann auch so, waren so um die 100 Leute involviert, aktiv. Durch alle Hierarchieebene. Durch alle Hierarchieebene und Standorte. Und natürlich hat man auch viele, die dann nicht involviert sind, weil letztendlich mit 1300 oder 2000 oder 5000 wird es immer komplizierter, aber trotzdem eine Art Transparenz in diesem Dialog, dass wir uns sagen, hey, wir schauen uns an, was unser Beitrag ist in einer ändernden Welt, in unserem Fall Bildung. Mhm. Was dann rauskommt, ist auch passend zu, was wir glauben und wer wir sind. Mhm. Und diese 20% frei, dieser Freitag frei oder Stunde frei, an sich für mich, wenn das rauskommt am Ende, dann kommt das raus, passend zu, was wir sein wollen. Aber ich sage ja nicht im Voraus, es soll das sein oder das Rezept passt uns. Es ist auch das ist individuell auf Organisationsebene. Machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie sich beteiligen wollen. Ich nehme Sie wahr, ich höre dann Ihre oder sehe Ihre Fingermeldung, solange machen wir weiter. Zwei Fragen habe ich oder zwei Gedanken sind in meinem Kopf. Das eine ist, was Sie eingangs auch gesagt haben, ganz stark, ist dieser Simon Sinek-Vortrag, dieser TED-Vortrag, das Why vor dem What und dem How, dass wir die Why-Frage, und meine erste Frage, müssen wir sie in der Arbeitswelt und überall, auch in der Bildung, die vorbereitet für die Arbeitswelt, vielleicht noch viel stärker fragen als die Frage stellen als bisher, das Why. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, wir reden über Employability in dieser Stunde und über New Leadership. Über New Leadership haben wir jetzt schon eine ganze Menge gesagt. Worüber müssten wir dringend noch reden im Zusammenhang mit Employability, was wir noch überhaupt nicht angesprochen haben? Leute für das Arbeiten, Leben, Denken, Fühlen und friedlich sein von morgen. Blöde Frage? Also, das sind zwei Sachen, die mich beschäftigen. Suchen Sie sich was aus. Also ich finde, wir haben heute Vormittag uns schon damit beschäftigt. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es war ja das Thema, wie wandeln wir uns? Mhm. Und was ist der Auftrag von Bildung, wenn man mit dem Abitur eine Schule verlässt, nämlich den Anforderungen des Wandels gewachsen zu sein? Dann gab es den Aspekt der Neugier. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das haben Sie aber heute schon gesagt. Wenn man neugierig bleibt, auch wenn man jenseits der Grafik ist, dann klappt das. Mhm. Dann ist man auch bereit, mit einem 20-Jährigen oder 15-Jährigen oder 12-Jährigen zusammenzuarbeiten und von dem was anzunehmen. Und umgekehrt, und plötzlich kommt ein 70-Jähriger in die Schule, der sein Leben lang Koch war und erklärt sozial schwachen Kindern, wie man für 5 Euro ein Essen zubereiten kann, wie man die Dinge einkauft und so weiter. Das ist das, was entscheidend ist aus meiner Sicht, diese Neugier zu haben, diese Offenheit und sich bewusst zu sein, wir kriegen es gar nicht mit, aber wir leben in einer völlig verrückten Welt, in einer völligen Veränderung aller Arbeitssituationen. Und
Wir sind total auseinander. Ich stand vor einer Woche in einem Hotel, wollten Zimmer für diese Woche reservieren. Was sehe ich da? 1,50 Meter langes Papiertableau, wo alle Zimmer aufgeführt waren. Da stand eine junge Dame hinter und hat dann eingetragen, wo mein Zimmer ist. Und wir reden hier über Digitalisierung. Welches Land war das? Es war in Bayern, war in München. 4-Sterne-Hotel. Familiär geführt. Tolles Frühstück. Ich sage nicht, wo es ist. Durch Sie drei ergänzt. Worüber, wenn wir von Employability, dem Arbeitsmarkt der Zukunft, New Leadership reden, was fehlt noch? Achso, haben Sie sich gemeldet? Nee, gleich. Ich ziehe den ersten Punkt nochmal an, den Sie vorhin gerade gestellt haben. Mit dem Sinn, das Why. Das Why. Mhm. Ich glaube, dass das die entscheidende Frage ist, weil wenn wir über eine so veränderte Arbeitswelt nachdenken, bei der 50-60% der Arbeit möglicherweise von Maschinen im weitesten Sinne sozusagen übernommen werden, dann stellt sich ja die Frage, was wir dann tun als Menschen. Und daher müssen wir uns mit dem Sinn unserer Existenz viel intensiver auseinandersetzen, als wir das heute tun, weil heute ist Arbeit für viele Menschen auch sinnstiftend, aber sie ist vor allem auch einkommensstiftend, ökonomisch notwendig. Steuern, Sozialversicherung und ähnliche Dinge. Wenn wir in so eine Welt gehen, wo diese Entkopplung auf die eine oder andere Weise stattgefunden hat, heißt das ja nicht, dass die Menschheit aufhören wird zu arbeiten. Gibt es ja sehr gute Studien auch, was würden Sie machen, wenn Sie 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen, würden Sie zu arbeiten aufhören? Und das sind nicht 90%, die aufhören würden, sondern relativ wenige eigentlich. Mhm. Die würden nur was anderes machen, endlich die Galerie aufmachen oder ich weiß jetzt nicht, irgendetwas anderes, ihren Lebenstraum erfüllen, der auch mit Arbeit zu tun hat. Und daher ist die Frage nach Sinn, glaube ich, philosophisch gesehen oder gesellschaftlich wichtig. Erster. Zweiter Faktor, Employability, da schließt sich dieser Kreis. Eine ganz aktuelle Studie von Deloitte aus dem September 2016, also jetzt gerade 2 Monate alt, größenordnungsmäßig, hat sich angeschaut, wie lange bleiben die jungen Hochtalentierten, wie lange haben die vor, im Unternehmen zu bleiben. Und da kommt man zu Ergebnissen, dass über 60% derjenigen, die jetzt unter 30 Jahre alt sind und mindestens einen akademischen Abschluss haben, kürzer als 5 Jahre im Unternehmen bleiben. 40% bleiben sogar überhaupt nur 2,5 Jahre. So. Jetzt könnte man an dieser Stelle ja sagen, da zahlt sich ja Bildung überhaupt gar nicht aus. Also warum soll ich das Unternehmen in jemanden investieren, der in 2 Jahren wieder weg ist? Da zahle ich ja die Ausbildung sozusagen für seine nächste Karriere. Wenn man aber tief in die Zahlen hineingeht, dann sieht man, was den Unterschied ausmacht zwischen denen, die vorhaben, länger zu bleiben und denen, die am Sprung sind. Und es sind keine monetären Werte mehr. Ja. Die Werte, die dahinter stehen und der tatsächlich am ausschlaggebendsten ist, der diesen über 20% Unterschied ausmacht, ist, ich finde Sinn in meiner Tätigkeit. Das heißt, dieses Arbeiten an Kultur, in diesem Fall Unternehmenskultur, das Vermitteln von Sinn in der Tätigkeit, ist nicht nur ein gesellschaftlicher oder vielleicht schöngeistiger philosophischer Faktor, sondern ist ein hardcore ökonomischer Faktor. Je besser ich das vermitteln kann, umso höher wird die Chance sein, dass die Mitarbeiter, die ich schon mühsam gefunden habe, auch bei mir bleiben. Das heißt, ich habe geringere Personalaufwände. Das ist ganz logisch, das zu machen. Ich komme mit einer Frage noch gleich zurück, aber erstmal Lena Müller. Ich habe noch einen Gedanken, da hätte ich gerne eine Meinung vom Podium. Und zwar haben wir vorhin bei dem Thema Bildung darüber gesprochen. Lorenzo hat es zum Beispiel auch angesprochen, dass wir den Kindern und Jugendlichen beibringen müssen, die Welt dahinter zu verstehen, damit sie sich sozusagen diese ganzen Chancen erschließen können. Jetzt haben wir mit Cornelsen und Fujitsu natürlich Unternehmen auch auf dem Panel, die auch durch Sie als Persönlichkeiten Personen haben, die die Möglichkeiten der Digitalisierung sozusagen verstanden haben und sie jetzt ins Unternehmen hineintragen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wir haben in Deutschland einen großen Mittelstand. Sie haben zum Beispiel gesagt, ja, wir müssen ja die Querdenker mit ins Unternehmen holen. Und ich frage mich, ob sozusagen, wie holt denn so ein Mittelständler oder ein Geigenbauer irgendwo im tiefsten Bayern, also wie holt der die Chancen aus der Digitalisierung raus? Was bedeutet sozusagen für die Digital Leadership? Und frage, ob es da Meinungen, Ideen auf dem Podium gibt. Also sozusagen nochmal von der eigenen Perspektive weg und auf den deutschen Mittelstand betrachtet. Das würde mich interessieren. Danke. Ja, ich versuche es mal. Also nach der Frage des Why kommt auch das Frage des What oder How. Wie fangen wir dann an, diese neue Sinn, den man auch individuell zum Beispiel, aber auch auf organisatorischer und Systemebene, politisch auch. Nachdem wir das definiert haben, ist natürlich die Frage, okay, jetzt wollen wir das gerne umsetzen und diese Ziele erreichen. Wir sind selber ein mittelständisches Unternehmen, würde ich mal sagen. Und dann ist tatsächlich die Frage, okay, jetzt wissen wir,
was wir sein wollen, und wir realisieren uns, was wir noch nicht haben und was wir vor allem gut haben. Nicht? Wir haben vor allem sehr viel pädagogisch-didaktische Kenntnisse. Als ich neu war, dass man sagt, hey, der Duden, der ist ja auch von uns, dieses Wörterbuch, da stehen alle deutsche Wörter drin und alle Rechtschreibregeln, aber das bedeutet nicht, dass man Deutsch lernen kann. Das ist noch ein ganz großer Schritt von dem alles in dem einen Band bis zum Punkt, dass jemand gut Deutsch sprechen kann, reden und so weiter. Nicht? Und die Kenntnis, die haben wir. Aber wir realisieren uns auch, dass sich Technologien entwickeln, wo wir zwar sehen, dass die da sind, aber wir wissen nicht genau, wie die wirken oder wie man die programmieren kann und so weiter. Und da kann man sagen, okay, lass uns offen für Partnerships sein. Ne? Nicht nur neue Arbeitsmethoden. Deshalb machen wir auch das Calliope mit. Als Beispiel, was heute Morgen kam, diese Mikrocomputer. Oder deshalb haben wir es geschafft, was im Virtual Reality zu machen, weil das Erfahren der Biologie über Virtual Reality ganz anders ist, das wissen wir, Neuroscience, und das haben wir dann pädagogisch ausgearbeitet, aber dass die Technologie selber wurde über Startups gemacht. Wir haben einen kleinen Wettbewerb, Startups machen mit, einer hat gewonnen, die haben einen Prototyp gemacht und jetzt ist das Ding raus und probieren es aus an der Schule. Ob es irgendwann was wird, sage ich nicht unbedingt, dass es so ist. Kann durchaus sein, wie in der Automobilindustrie, dass man Prototypen hat, sieht man auf die IAA, kommt aber nie auf der Straße. Trotzdem ist es ein wichtiger Schritt. Zurück zu Ihrer Frage aber, ist man, dass man auch in der, zu der Frage, wie arbeitet man in der Zukunft, sich durchaus innovieren kann und neu überlegen, hey, wie sorge ich denn dafür, dass ich mein Ziel erreiche, trotzdem, dass ich nicht alle Querdenker habe, trotzdem, dass ich nicht alle Kompetenzen habe. Das wäre ein Teil des Antwortes. Ja, vielleicht nochmal, weil die Frage ja, wie kann man da Mittelständler unterstützen oder welche Wege gibt es da? Ich glaube, es gibt schon viele Netzwerkplattformen. Also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat ja einige geschaffen. Der Werbetrailer würde jetzt noch kommen. Gerade zum Thema auch Industrie 4.0. Das gibt es in den Bundesländern. Die IHKs machen eine ganze Menge. Hinzu kommt lokale Kooperationen durchaus zwischen großen Unternehmen und Mittelständlern. Ja, aber darf ich da ein bisschen Wasser in den Wein gießen? Die Zahlen, die ich mir vorher angeguckt habe. Es gibt eine unheimliche Erkenntnis darüber, dass die Mittelständler feststellen, dass die Digitalisierung total voranschreitet und sie mitnehmen muss. Ja, das ist ganz wichtig, wird ihr Unternehmen verändern. Aber nur ganz wenige fühlen sich fit dafür, fühlen sich vorbereitet und wissen, wie sie es machen sollen und fühlen sich digital kompetent, das Unternehmen dorthin zu leiten. Und irgendwo scheint es Barrieren zu geben oder Hemmschwellen oder was auch immer. Vielleicht hat es auch mit der Frage der Unternehmensnachfolgen zu tun, dass eine bestimmte Generation jetzt abtritt und die neue und dass vieles ungeklärt ist. Wo ist das Problem, wenn Sie das anbieten, aber es nicht angenommen wird? Was ist das Problem? Ich glaube, das sind mehrere Gründe. Es ist eine bestimmte Kultur. Da ist aber, glaube ich, mittlerweile bei vielen Mittelständlern auch die Aufgeschlossenheit da. Es ist der bisherige Erfolg. Ich will nicht wieder das Stichwort Innovators Dilemma strapazieren im Sinne von man war oder ist bisher nach wie vor erfolgreich. Warum muss man sich dann komplett hinterfragen und verändern? Es ist die Unternehmensgröße vielleicht auch verbunden mit der Frage, es sind ja auch manchmal hohe Investitionen, die notwendig sind, in Hardware, Software, in die Menschen. Da kommt, glaube ich, einfach einiges zusammen. Und ich glaube aber insgesamt, also Sie sagten ja eingangs, das Bewusstsein bei den Mittelständlern ist da. Und da haben, von den Umfragen haben wir viele im Sinne von, die Digitalisierung ist der Zug der Zeit, wir müssen uns verändern, und dann kommen die Aber im Sinne von, ich glaube, einige haben wir jetzt versucht zusammenzubringen. Was auch schon anklang, was man tun kann, Politik oder Politikberatung fragt sich auch. Wenn man zum Beispiel guckt, ein Ort, Michels nannte das, wo das stattfindet, diese Plattformen, wenn man zum Beispiel hier in Berlin Factory oder andere digitale Hubs. Jetzt kommt der kleine Werbetrailer, weil das Wirtschaftsministerium wird auf dem IT-Gipfel auch nochmal präsentieren, ein Programm, wo diese digitalen Hubs miteinander vernetzt werden. Wenn Sie in Deutschland gucken, Orte, Berlin, München, Hamburg, andere Städte wie die Factory in Berlin, die sind mittlerweile so weit, dass sie nicht nur die Start-ups zusammenbringen, also die Coworking Spaces, die wir kennen, wo die jungen Leute und Programmierer alle zusammensitzen, sondern da sitzt mittlerweile auch in einem Raum daneben die Deutsche Bank. Da sitzen aber auch Mittelständler. Die haben ein Programm aufgelegt, wo Mittelständler sich für eine Zeit sozusagen da einkaufen können und sich das, was du sagtest, Lena, halt sozusagen die Kultur ein Stück weit auch erschließen, aber eben auch die Kontakte und die
die neuen Ideen, die notwendig sind. Wollen Sie noch was? Ja? Ich wollte noch einen extra Satz. Es ist natürlich schon so, dass es auch wichtig ist, dass die Spielregeln klar sind im Markt und dass es auch ermöglicht wird und diese digitalen Chancen, die sich ergeben, auch tatsächlich umzusetzen. Wenn wir zum Beispiel in unsere Industrie schauen, dann haben wir 6 oder 7% Mehrwertsteuer auf Buch und 19% auf digital. Das macht es natürlich als Beispiel. Oder es gibt keine Freiheit für Schulen zu tun, was die wollen, weil es muss eine Zulassung und so weiter. Es ist unklar, wer welche Rechnung oder wie man überhaupt was zum Markt bringen kann. Also nicht nur in dem, was der individuelle Akteur hat im Markt, aber auch in dem Spielfeld, wo man sich bewegt, dass es klar ist, was die Spielregeln im Feld sind. Das ist schon ganz wichtig, vor allem wenn wir über das Thema Mittelstand reden, weil da NS1 natürlich jetzt im Moment auch, wie gesagt, schon nur 9 Monate hier, aber ich sehe schon, dass man manchmal es ist nicht so einfach macht, überhaupt sich selber so aktiv zu gestalten, weil es alle möglichen Hürden und Barrieren auch gibt. Ach, ja, jetzt geht's los. Wunderbar. Oh, sehen Sie, man muss nur lange genug warten. Wundervoll. Und dann können Sie gleich darauf reagieren, Dr. Kieseberg. Sie gerne in der letzten Reihe und dann der Herr hier rechts. Ja, guten Tag. Rudolf Alexander Kraft von der Firma Infora. Ich bin schwerpunktmäßig Veränderungsbegleiter in Projekten, vor allem in der öffentlichen Hand. Nebenberuflich sozusagen auch für meine Firma als Tagungsorganisator zuständig und habe dort auch Kontakt mit vielen Firmen, unter anderem auch mit der Firma Fujitsu. Was mir bei beiden Aspekten meines Arbeitslebens so ein bisschen auffällt, egal wie kreativ die Basis ist, es gibt irgendwann dann so einen Entscheidungsstopp auf der mittleren Führungsebene, sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch bei Firmen. Kann sein, dass man sagt, na, Veränderungsmanagement, wir müssten das und das machen, heißt es, nee, haben wir noch nie gemacht, sehe ich nicht ein. Oder auch auf unseren Tagungen, Messen, neue Formate, gerade, ich schaue es einfach Sie stellvertretend an, Pass pro Toto, Fujitsu, innovatives Unternehmen, und dann höre ich dann von ähnlichen Unternehmen so, ja, verstehe ich, finde ich super, da mal irgendwie einen neuen Ansatz zu fassen, nicht die normale PowerPoint-Präsentation zu halten, sondern so, ja, könnten wir vielleicht mal irgendwie was Interaktiveres machen, mit einem Tablet kommen und so weiter und so fort, und am Ende des Tages heißt es dann, ja, tut mir leid, mein Chef fand die Idee jetzt nicht gut. Wir bleiben jetzt bei unserem schönen PowerPoint-Vortrag, was am Ende, also ich mache das seit 5 Jahren, ich kenne von manchen Firmen seit 5 Jahren auf 4 Tagungen den gleichen Foliensatz. Kann es sein, dass wir auch einfach eine Fehlbesetzung in Führungsebenen haben? Wie würden Sie das sehen? Also da kann ich weder Ja noch Nein sagen. Natürlich gibt es Fehlbesetzungen auf jeder Ebene und es gibt aber auch gute Leute auf den verschiedenen Ebenen. Ich glaube, Sie sprechen aber einen wichtigen Punkt an. Es ist gar nicht so sehr nur eine Frage, ist das jetzt der Mittelstand, ist es die öffentliche Hand oder sind es Großunternehmen? Wir stehen alle vor diesen Fragestellungen und Problemen. Und die Unsicherheiten sind im Großkonzern genauso da, wie das in einem mittelständischen Unternehmen ist. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, das Thema Querdenker. Ich glaube, das ist das Problem. Quer zu denken, anders zu sein, gegen den Strom zu schwimmen, auch mal dem Vorgesetzten zu sagen, du, das ist jetzt aber eine beschissene Idee. Lass uns das mal anders machen. Das wird ja selten positiv honoriert. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Also wenn man von politischer Führung spricht, sagt man, man braucht eigentlich einen Hofnarr, der einmal sagt, was Sache ist. Darf ich das ist? Mit einer Frage vielleicht an Sie alle auch noch kombinieren? Es gibt jetzt diese Bücher wie Reinventing Organizations, ja, ehemaliger McKinsey-Mann oder sowas, der dieses Buch, was die neue Fibel sein soll, zur Veränderung von Unternehmen, Holacracy, es gibt ja diese ganzen Buzzwords und diese ganzen Unternehmensgedanken, anders zu führen. Haben wir in Deutschland ein ganz besonderes Problem, das zu übertragen aufgrund unserer Geschichte und aufgrund, ich sage jetzt nicht Obrigkeitsgläubigkeit, aber das in die Tat umzusetzen, oder schwimmen wir da überall in Europa eigentlich in einem Boot? Also ich würde nicht sagen, dass es in Deutschland oder im deutschsprachigen Markt jetzt irgendwie besonders dramatisch wäre. Es ist das Phänomen, das Sie geschildert haben, die Diagnose würde ich, natürlich Anwesende immer ausgenommen, aber die Diagnose würde ich grundsätzlich erteilen. Allerdings hat die nichts mit den Führungskräften ad personam zu tun, sondern mehr mit der Rolle, die wir diesen Führungskräften, insbesondere im Mittelmanagement, über Jahrzehnte hinweg zugeteilt haben. Und das war Überraschungsreduktion. Das Letzte, was ein Vorstand haben will, ist, dass ihn irgendetwas überrascht. So, und dafür hält er sich eine Heerschar von Mittelmanagern,
die Dinge konsolidieren, Berichte aufbereiten und ähnliche Dinge machen. Und wenn jetzt etwas Neues kommt, dann ist das per se eine Überraschung. So, und natürlich dreht der das ab. Umgekehrt muss sich die unterste Ebene sozusagen immer an eine darüber wenden, wenn sie etwas Neues tun möchte, weil sie Erlaubnis braucht, Budgets braucht, Ressourcen braucht, Freigaben braucht und muss sich, das Neue muss sich daher an etwas wenden, dessen Daseinszweck Stabilität ist. Und das kann nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen die Rolle des Mittelmanagements neu definieren. Mhm. Nämlich in die Richtung zu gehen, Veränderungsprozesse zu moderieren, zu gestalten und nicht Konstanz oder Starrheit letzten Endes zu erzeugen. Der Klaus Woltron, ein Wirtschaftsberater und Wirtschaftsphilosoph, hat irgendwann einmal so schön gesagt, es gibt zwei Methoden, mit dem Mittelmanagement in der Zukunft umzugehen. Das eine ist anbohren, das können soziale Medien sehr gut, also durchlässige Kommunikationskanäle durch die ganze Organisation schaffen, oder Lateralverschiebung, sprich das ganze Mittelmanagement, so wie es ist, rausschieben und zum Wettbewerber schieben, dann wird der langsamer und wir werden schneller. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Lösung ist, aber tatsächlich, dort krankt es. Ja. Ich erlebe ganz viele Vorstände, die sagen, wir wären gern so innovativ, bei uns kommen keine Ideen raus und ich... In der gleichen Organisation redet man mit Mitarbeitern, die sagen, meine Ideen kommen nie zum Durchbruch. Ja, das ist, so, Decke, Decke. Die Sperrschicht ist in der Mitte. Da ist diese Lehmschicht drinnen und die muss man durchlösen. Sie wollten auch noch was sagen. Wollen Sie noch das jetzt und dann die nächste Wortmeldung? Ja? Vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Gerne. Also das dritte Modell, ich weiß nicht, wie Sie es dann benennen würden, aber scheint ja auch bei größeren Unternehmen in Deutschland gerade beliebt zu sein, sozusagen halt eigene Start-up-Units sozusagen halt auszugliedern. Also zu sagen, man macht das Neue auf der Wiese da draußen, ohne es in die eigene Organisation einzubeziehen. Das können Sie vielleicht besser beurteilen als jemand, der systemisch sozusagen auf und mit Blick auf Zukunft auf Organisationen guckt. Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf diese Entwicklung drauf. Das Lachende ist, weil ich es toll finde, ja, dass sich große Organisationen, so wie Sie es gesagt haben, in Corporate Coworking Spaces begeben, an die jungen Startups andocken etc. und versuchen, frischen Wind aufzugreifen. Alles gut. Das weinende Auge sagt, das ist eine Alibi-Aktion, die man setzt, um die eigene Organisation nicht im wirklichen Grundfesten zu erschüttern. Deswegen gründen wir da irgendwo 5 Leute, die in Berlin kreativ sich austoben können, ja. Ob die dann tatsächlich einen Riesenkonzern weiter verändern, ist zumindest noch mal nicht bewiesen. Ja, ist noch fraglich. Deswegen schaue ich so ein bisschen skeptisch drauf, aber mit großer Lust und hoffe, dass der erste Teil der Antwort eher zutrifft als der zweite. Ja. Danke. Ja. Ja, ich möchte gerne noch mal auf das Aufgabenfeld, eigentlich Unternehmensführer haben irgendwie halt einen sinnstiftenden Auftrag mal anknüpfen. Was ist dann aber, wenn ich jetzt mir das angucke, im Versicherungs- oder Branchenbereich, also jetzt gesamten Finanzbereich, dort eben, wenn dann die Digitalisierung dafür sorgt, dass also jetzt inzwischen auch diese ja, gut gebildeten, gut bezahlten Dienstleister sozusagen überflüssig werden, weil Algorithmen ihre Arbeit machen. Früher war es so, dass eben irgendwie Maschinen ja, Produktionen halt irgendwie günstig machen, billig machten und plötzlich sind die Algorithmen dabei, eben Dienstleistungen sehr günstig zu machen und plötzlich halt diese Berater und diese ja, auf Provisionen auf gebauten Geschäftsmodelle irgendwie halt nicht mehr funktionieren. Also wenn ich dann den Sinn stiften soll und feststelle, 30% meiner Mitarbeiter, denen kann ich gar keinen Sinn mehr stiften, und wir das als volkswirtschaftliches Phänomen halt auch so sehen, dann müssen wir eben Arbeit irgendwie neu definieren. Das war ja bei Herrn Kümer ja so auf der Folie auch da halt mit drauf. Haben Sie da Ideen und Ansätze? Kann dann nämlich irgendwann mal solchen schwankenden Branchen halt eigentlich auch dann eben ein Wirtschaftsministerium noch besser helfen als bisher? Na, eigentlich, was Sie jetzt gerade getan haben, ist die Sinnfrage zu stellen, oder? Das ist genau die Sinnfrage. Und ich kann jetzt nicht für Ihre Branche die Antwort darauf geben, sorry. Ja. Vielleicht ist nämlich das auch einer der wesentlichen Faktoren aus dieser Umsetzungsträger, die wir beim Mittelstand manchmal erleben, dass es eben keine definitive Antwort gibt. Es ist ja nicht so, dass wir wissen genau, wie Ihre Branche oder wie Ihr Unternehmen in 10 Jahren aussieht. Wir wissen es, aber wir sagen es Ihnen nicht. Ja. Das ist ja nicht der Fall, sondern es ist ein tatsächlich evolutionärer Prozess, auf den wir uns hinentwickeln, in dem es leider Gottes eben auch Verlierer geben wird, muss man auch sagen. Ja. Was wir mit Sicherheit wissen ist, bislang hat Bildung
immer geholfen in großen gesellschaftlichen Transformationen. Man hat immer gesagt, je höher gebildet, desto sicherer bist du oder desto sicherer ist dein Arbeitsplatz. Jetzt kommt ein zweiter Faktor dazu, nämlich Routine. Und es gibt halt dummerweise, wenn man das auf zwei Achsen aufträgt, gibt es immer links unten den doofen Quadranten bei jedem Unternehmensberater. Und es gibt, das ist der ungebildet und hohe Routine, ja, der ist klar. Es gibt aber einen zweiten doofen Quadranten, der ist nämlich hochgebildet und trotzdem Routine. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die wir so noch nicht gekannt haben. Die ist neu. Dass nämlich Ärzte und Radiologen beispielsweise, wenn man dort hinschaut, anerkennen müssen, dass bilderkennende Software und Watson dahinter wesentlich bessere Ergebnisse produziert, haben wir heute gesehen. Das müssen Anwälte anerkennen und das muss auch Ihre Branche anerkennen an der einen oder anderen Stelle. Die wirklich schlüssige Antwort wird möglicherweise außerhalb der Branche liegen, muss man auch sagen. Mich beschäftigen jetzt zwei Fragen, die daran andocken. Die eine Frage ist, wir hatten ein Schlüsselwort heute Vormittag, das hieß Überforderungsbewältigungskompetenz. Darum geht es, ja, die brauchen wir. Gibt es noch irgendein anderes Wort, was Ihnen einfällt, was Bildung leisten muss für uns in der Zukunft, für die Arbeitsplätze, für uns Menschen in der Zukunft, was womöglich auch mit digitalem Schlüssel dann geleistet werden kann, ja, um das zu erfüllen? Welches Wort fällt Ihnen da noch ein? Unterkomplexe Antworten vermeiden. Ist das nicht dasselbe? Ich weiß nicht, ich habe nur das Schlagwort auf Twitter gesehen und da kommen wir genau dorthin. Ja, ich habe ein Schlagwort gesehen, das ist eifrig retweetet worden. Super Wort und dann braucht man vier Screens dazu und alles bei Mögliche. Bei Ihrem auch. Unterkomplexe Antworten vermeiden, weil, ja, genau. Was ist deren Gefahr? Wir haben, die Antwort lautet Donald Trump auf diese Frage. Mhm. Ja. Wir haben komplexe Situationen und komplexe Themen vor uns. Wie verändert sich die Arbeitswelt, wie verändert sich die Gesellschaft etc.? Auf die es in erster Näherung keine guten, kurzen Antworten gibt. So. Mhm. Und das öffnet Tür und Tor für diejenigen, die eben unterkomplexe Antworten geben und sagen, ich weiß es. Okay, das heißt, Sie haben vorhin in der letzten Stunde gesagt, mehr Moderatoren, mehr Erklärer oder wie, also. Und das heißt, um den Satz noch fertig zu sagen, und das heißt, wir müssen Komplexität lieben. Ich glaube, dass die Sehnsucht, und so sind ja auch ganz viele Führungskräfte ausgebildet worden, nach der größtmöglichen Einfachheit in der Organisation zu suchen. Das ist ja eine wesentliche Aufgabe von Führungsarbeit. Und ich glaube, die ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wir dürfen nicht mehr nach größtmöglicher Einfachheit suchen, sondern wir müssen eigentlich sagen, verdammt, die Sache ist saukomplex, hurra. Und nicht damn. Okay, also Sie wollen noch was dazu sagen? Nein, ich wollte nicht zu diesem Punkt was sagen, sondern Sie hatten ja die Frage gestellt, was soll Bildung eigentlich leisten. Oder was, welches andere Wort? Und für mich ist das unterscheiden und akzeptieren. Nämlich zu unterscheiden, wo müssen wir eine Veränderung wahrnehmen, was lässt sich nicht mehr durchhalten, wo müssen wir in neue Themen rein und was sind die neuen Felder. Und das dann auch zu akzeptieren und nicht an Dingen festzuhalten, wo man sagt, okay, das können wir jetzt noch 3, 4, 5 Jahre über Subventionen aufrechterhalten, aber dann ist eh aus. Mhm. Ich würde gerne auf die Zielgerade dieser Diskussion jetzt kommen mit folgender Frage. Ich weiß nicht, wo ich anfange. Ja, vielleicht kriegen Sie das letzte Wort. Die eine Frage, die ich an Sie noch hatte, war, wenn ich das jetzt weiterdenke in die Zukunft und wenn wir keine Menschen mehr oder viel weniger Menschen haben, die Steuern zahlen. Also, wie machen wir dann Unternehmensgewinnebesteuerung? Sind Sie für bedingungsloses Grundeinkommen? Ich möchte jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also sagen wir mal, welche Welt sehen Sie in 10, 20 Jahren? Ich möchte bei Ihnen anfangen. Und sagen, zeichnen Sie uns die Welt, Sie können sich aussuchen, ob die in 10 oder in 20 Jahren ist, die Sie malen. Und welche Dinge möchten Sie dafür in den Blick nehmen? Wir fangen bei Ihnen an und wir beenden bei Ihnen. Wenn es gut läuft, also positiver Blick, haben wir eine sehr individualisierte Arbeitswelt. Es gibt Menschen, die arbeiten vielleicht nur 15 Stunden in der Woche, andere 40, in unterschiedlichen Perspektiven. Der eine findet Sinn in der Arbeit, der andere findet Sinn in der ehrenamtlichen Tätigkeit und wir haben trotzdem ein Verteilungssystem, was alle irgendwie am Leben hält. Wie finanzieren wir unser Auskommen, unsere Ernährung, unser Health-System und so weiter? Wie sieht das System bei Ihnen aus? So wie es jetzt auch aussieht. Okay, machen wir mal da 3 Punkte. Sie setzen jetzt einen drauf. Wann ist das, in 10 oder 20 Jahren? Ich sag mal 10. 10, okay, in 10 Jahren. So, Ihre Welt in der Zukunft, was sehen Sie? Und was machen Sie in dieser Welt? Also was sehe ich? Also
Also letztendlich ein Element ist tatsächlich die eigene das Entfalten eigener Potenziale, nicht? Dass man seine eigenen Ziele, die man hat, woran man glaubt, dass man einen Weg findet, die nachzustreben. Und dass wir tatsächlich ein Bildungssystem und eine Gesellschaft geschaffen haben, wo das möglich ist. Was haben Sie entfaltet, was Sie heute noch nicht haben? Ist es Ukulele spielen oder singen lernen oder was werden Sie machen? Oder in die Politik gehen? Wer weiß, aber im Moment bin ich ganz zufrieden. Nee, ist eine ernst gemeinte Frage. Eine ernst gemeinte Frage. Nee, letztendlich. Was würden Sie gerne noch entfalten? Das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ich frage Sie das als Führungspersönlichkeit. Sie haben mit Sicherheit eine Menge entfaltet, sonst wären Sie nicht da, wo Sie sind. Ja. Was würden Sie wirklich gerne noch machen, was Sie noch nicht gemacht haben? Wenn man Ihnen jetzt sagen würde, Sie kriegen diese und diese freie Zeit, was würden Sie damit machen? Ja, also jetzt als Führungskraft weiß ich, was meine Aufgabe ist. Und das ist tatsächlich beizutragen, eine erfolgreichere Bildung und damit eine zukunftsfähige Gesellschaft. Weil das ist die Diskussion, die wir die ganze Zeit, glaube ich, haben. Auch mit der Frage von vorhin, nicht, dass man tatsächlich nicht die Änderung von dieser eher bedrohende Perspektive sieht, aber tatsächlich sieht, dass eine Phase, in der eine Wirtschaft, eine Gesellschaft sich befindet und die bewegt sich weiter. Und diese Adaptivität, das wäre dann auch mein Wort gewesen, Adaptivität, die braucht man. Und das brauchen wir auch hier in dieser Gesellschaft, brauchen wir das auch, wie in anderen Ländern. Aber im Moment sehen wir zum Beispiel, ich habe ja die letzten paar Jahre in den USA gearbeitet und gewohnt, dass da eine höhere Adaptivität ist, einen höheren Spirit, um tatsächlich zu innovieren und auszuprobieren. Und das brauchen wir hier auch. Weil vor allem die Economics of Digital, die sind ziemlich anders als von der analogen Welt, nämlich die Wertschöpfung, die man da kreiert, ist viel höher und liegt auch da, wo tatsächlich die Innovators are. Mhm. Ja, sehen wir Silicon Valley an. Ihr Blick in die Glaskugel, ja, das Ecosystem und das ökonomische System. Was sehen Sie und was entfalten Sie in sich selbst? Bei der letzten Frage haben wir uns alle so ein bisschen gedrückt. Gell? Ja, ich merke schon. Ich finde es ganz interessant. Alles so, so politisch geübt, oder? Schauen Sie, was den Wähler wirklich interessiert, ist etwas ganz anderes. Ja. Ja, und dann abbiegen so argumentativ. Ich antworte gleich mit dem letzten Teil. Ich glaube, dass ich in 20 Jahren, ich starte dort. Wie alt sind Sie dann? 67. Ja? Ich bin jetzt 47. Mit 67 nach wie vor ungefähr das gleiche Arbeitspensum haben werde wie jetzt, aber etwas völlig anderes machen werde. Tatsächlich etwas völlig anderes, weil das Geschäftsmodell der klassischen Unternehmensberatung aus meiner Sicht so nicht tragfähig ist über 20 Jahre hinweg. Glaube ich nicht. Warum? Weil es in die Unternehmensverlagert? Die Frage, die vorhin gekommen ist, was machen Versicherungsmakler in 5 Jahren, gilt für hochqualifizierte Unternehmensberater in 20 Jahren genauso. Okay. Ein anderer Revenue Stream, den ich habe, ist Keynotes zu halten. Ich glaube nicht, dass in 20 Jahren Unternehmen oder Organisationen noch viel Geld auf den Tisch legen werden, damit da irgendjemand, ich schon natürlich, aber andere, ja, dass die noch eingeflogen werden und dann hinter einem Podium stehen und spielen. Das glaube ich nicht. Ja. Okay, womit verdienen Sie Ihr Geld? Kurzer Rückschluss noch. Ich glaube nicht, dass ich durch Erwerbsarbeit das Geld im großen Maße verdienen werde. Das führt mich jetzt dann zum ersten Teil der Antwort zurück. Meine Tätigkeit wird eher eine sein an der Gesellschaft. Das, was ich im Laufe, ich bin dann 67, das, was ich im Laufe meines Lebens hoffentlich an Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten und so weiter erworben habe. Und wer bezahlt Sie die Politik? Nein, ich glaube, das wird nicht mehr notwendig sein. Das darf nicht mehr notwendig sein. Sondern jeder Einzelne per Crowdfunding? Nein, schon gar nicht. Sondern ich bin tatsächlich der Meinung, dass wenn wir über 20 Jahre nachdenken, wir ein vielleicht intelligenteres, aber dem bedingungslosen Grundeinkommen nahekommendes Modell haben werden. Ich glaube nicht, dass es so aussehen wird wie jetzt, ja? Und ich habe auch keine Antwort, wie es aussehen wird, aber es wird so funktionieren müssen. Ich glaube, dass die Produktivitätsgewinne, die durch Digitalisierung entstehen, sozialisiert werden müssen. Ja? Ganz sicher. So, und nur kurz noch die Frage, in 20 Jahren gibt es, glaube ich, 2 Bilder. Das eine ist das utopische Bild, uns gelingt das, und wir haben eine Gesellschaft, die sich von der trögen Erwerbsarbeit gelöst hat und hin zu kreativen sozialen Tätigkeiten gekommen ist. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das dystopische Bild ist, uns ist das nicht gelungen. Und dann glaube ich, dass es uns hier nicht besonders gut gehen wird. Ja? Mhm. Und das führt mich zu dem, in 10 Jahren die Veränderungsdynamik im deutschsprachigen Raum kennend, glaube ich, dass wir in 10 Jahren die wesentlichen Fragestellungen noch nicht gelöst haben werden
und dass die nächsten 10 Jahre sehr schwierige Jahre sein werden, weil die Veränderung so groß ist und wir tatsächlich noch wenig Antworten haben. Enden Sie dystopisch oder utopisch, Dr. Kieselberg? Woran ich glaube, es wird irgendwo dazwischen liegen. Diplomatie. Nein. War jetzt nicht überraschend. Nein. Also es ist ja auch Job von Ihnen und auch von Politikberatung, beide Szenarien aufzumachen, aber dann vor allem sich zu kümmern um die Dystopie und die zu verhindern. Keine Frage. Also ich hoffe und ich denke, dass wir in 10, 20 Jahren das, was heute Morgen der Herr Kucklick angesprochen hat, die Überforderungsbewältigungskompetenz im Zusammenhang mit der Digitalisierung vorangeschritten ist. Das, was wir heute wahrnehmen, sozusagen die Explosion der Information, das, was er beschrieben hat, was damals mit Buchdruck passiert ist, dass wir das ein Stück weit in Griff bekommen haben. Da hoffe ich mir auch, dass das Teil von digitaler Bildung ist, digitale Technologie dann einzusetzen, wenn sie sinnvoll ist und dann auch darauf zu verzichten, wenn sie nicht sinnvoll ist. Also diese Art von Souveränität und das, was vorhin angesprochen wurde, die Ruhe zu finden, gute Entscheidungen zu treffen, das kann man mit digitaler Technologie, das kann man aber auch ohne. Und diese Entscheidung souverän zu treffen, glaube ich, ist was wir alle ein Stück weit gebrauchen können. Die Frage wirtschaftspolitisch, hatten Sie auch gesagt, im Sinne von, wie sieht es dann aus, Arbeitsmarkt? Niemand weiß es heute, also auch da, Sie sind der professionelle Glaskugelgucker, aber auch da, wenn die Studien anguckt, es gibt die sagen, die kennen Sie auch, in 20, 30 Jahren sind viele der Jobs weg. Andere Studien sagen, der Nettoeffekt, weil neue Jobs entstanden sind, und das kann man nicht sagen. Aber wovon viel, glaube ich, abhängen wird, ist einmal, dass die Ungleichheitsschere nicht weiter aufgeht. Das sage ich jetzt nicht als Vertreter des Wirtschaftsministeriums, sondern meine persönliche Meinung. Bedingungsloses Grundeinkommen halte ich persönlich nicht für die Lösenidee, weil alles kreiste hier um Identität. Und das ist auch vielleicht ein Stück weit zynisch, wenn man sagt, das ist sozusagen halt Hartz IV für die digitale Gesellschaft. Sondern Menschen brauchen vielleicht nicht Erwerbsarbeit, wie wir sie heute kennen, aber letztlich halt auch Arbeit gewertschätzt sein als Teil ihres Lebens. Und da wird möglicherweise ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Form, wie es heute vorgeschlagen wird, auch nicht die Lösung sein. Vielen Dank Ihnen allen vier für so viel Sinn, den wir miteinander teilen durften. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und ich danke Ihnen ganz besonders für diese hohe Aufmerksamkeit. Es war ein echt langer Tag. Und danke Ihnen sehr, dass Sie jetzt bis zum Schluss geblieben sind. Und es bleibt mir an der Stelle nur nochmal Sophie Müller hier vorne nach vorne zu bitten, für die Initiative D21 Ihnen zu danken, dass Sie das möglich gemacht haben. Ja, und an der Stelle. Ja, gerne. Ich sage immer, nach dem Film ist vor dem Film. Ich will nicht sagen, für Sie geht die Arbeit morgen weiter. Ja? Die nächste Studie kommt bestimmt. Was nehmen Sie aus diesem Tag mit und welche Verantwortungsübernahme? Wir reden hier von Shared Leadership und so. Nehmen Sie persönlich mit zu sagen, das packe ich mir auf meinen Schreibtisch, das stiftet mich an, so. Ab morgen. Ja, also ich glaube, wir haben schon begonnen. Was wir als Verein machen können, ist, so ein Lagebild aufzuzeigen. Wir haben aber heute auch gesehen, da kann es natürlich nicht aufhören. Und deswegen schreibe ich mir sozusagen ab morgen, aber eigentlich ab heute schon mit auf den Zettel, auch als D21, vor allem diesen Diskurs weiterzutreiben, den wir auch heute in den Panels gesehen haben. Wir können bei diesen Zahlen nicht stehen bleiben, sondern wir müssen anfangen, sie zu reflektieren und überlegen, was heißt das jetzt. Und das nehme ich auch vom heutigen Tag mit. Ich habe ganz viele Denkimpulse mitgenommen aus den Vorträgen, die mich erstmal, gehe da noch nicht mit Antworten heute raus und sage, super, jetzt wissen wir genau, wie es gemacht wird, aber ich hoffe, dass es allen hier im Raum so geht, dass man gesagt hat, Mensch, ja, der Herr Dr. Kucklick hat was Interessantes gesagt, da muss ich mal drum rumdenken, oder auch wir hatten hier eine interessante Frage, wo es eigentlich darum ging, wenn wir immer von der digitalen Gesellschaft sprechen, was ist denn eigentlich das Ziel einer solchen Gesellschaft? Und das passt dann letztlich auch wieder mit dem, was Sie zum Beispiel gerade gesagt haben, Herr von Mierle, warum machen wir das denn alles? Ne? Also, und das finde ich eine spannende Frage, auf der ich auf jeden Fall auch weiter mit rumdenken werde, ist mir zu überlegen,
wenn wir sagen, wir brauchen digitale Bildung, auch das zu verknüpfen mit der Frage, warum und was wollen wir eigentlich erreichen? Und da glaube ich, ist es wichtig, das zu reflektieren, um uns letztlich da so stückchenweise anzunähern und immer wieder nachzujustieren. Weil ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren sagen werden, so super, jetzt haben wir es fertig gedacht. Jetzt ist es sozusagen, jetzt haben wir die Lösung und die müssen wir nur noch umsetzen. Sondern es ist ein Modernisierungsprozess, der hat auch kein Ende. Es ist nicht so, dass wir in 20 Jahren fertig sind, weil neue Herausforderungen kommen werden. Und deswegen, glaube ich, wird es unser aller Verantwortung sein, in der Wirtschaft, in den Ministerien, im Forschungsbereich, von Ihnen allen als Teile der Gesellschaft, immer wieder zu hinterfragen, wie wir sozusagen das Ziel einer, wir haben in der Abfrage gesehen, sozial gerechten Gesellschaft erreichen können. Und welche Weichen wir stellen müssen. Und das müssen wir wahrscheinlich immer wieder erstellen. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch jedes Jahr wieder ein Lagebild erstellen, mit Hilfe vom Wirtschaftsministerium und den Sponsoren. Deswegen da nochmal ein kleiner Dank. Und vielleicht darf ich Sie auch nochmal einladen, dieser Hashtag ist ja weiter offen, sozusagen nimmt er weiter entgegen. Ja. Deswegen, wenn Sie jetzt interessante Impulse haben, die die Diskussion weiterführen oder so, was auch immer Sie finden, sehen, fühlen, uns damit zu speisen und das zurückzuspielen, um ja die Debatte weiter zu befeuern. Also ich hoffe, darf wir sehen uns wieder. Bitte? Darf ich noch einen Wunsch unbedingt, äußern? Natürlich. Ich hätte noch einen Wunsch an Sie alle, weil ich habe eine große Sorge bei diesem ganzen Thema digitale Bildung. Und zwar ist es so, dass wir morgen den IT-Gipfel haben und Sie alle werden das auch gemerkt haben, das Thema hat enorm an Fahrt aufgenommen. Es ist wirklich gerade sozusagen hier oben und alle reden drüber. Meine Sorge ist, dass das abflaut. Meine Sorge ist, dass wir morgen und übermorgen 2 sehr aktive Tage beim IT-Gipfel haben und dass danach weniger Interesse da ist. Und ich glaube, da wünsche ich mir von allen, lassen Sie uns gemeinsam wirklich an diesen Themen, Digitalkompetenz, wo wollen wir hin, arbeiten. Und da brauchen auch wir als die 21 Unterstützer und Mitstreiter. Das ist noch mein Wunsch, den ich Ihnen allen mit auf den Weg geben will. Danke. Und jetzt einen heilen Heimweg. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen Dank, Lorenzo, dass du schwänzen durftest. ich finde, das ist sowas von Lernen. Das müsste dir als Credit Point in der Schule angerechnet werden, fürs Geben und Nehmen. Vielen Dank und ja, bis bei nächster Gelegenheit. Danke Ihnen sehr. Danke an die Technik.